Die Welt ist magisch und deswegen warten wir nicht auf die Utopie, sondern gestalten sie mit. Wir haben auf Reich und Stark schon ein Video gezeigt, wo wir unser Projekt Utopion vorgestellt haben. Und ich kann euch nur dazu ermuntern, unseren Utopion eigenen Kanal zu abonnieren. Die Links sind unten in der Sendungsbeschreibung. Die nächste Utopion-Veranstaltung ist ein Workshop zu Remote Viewing. Es gibt die Möglichkeit, das selber zu erproben. Es findet am Samstag, 24. Juli 2001 in Graz statt. Tickets und Links zur Veranstaltung ebenfalls unten in der Sendungsbeschreibung. Zur Utopie gehört, dass wir ein völlig neues Verständnis von der Welt und uns selbst bekommen, und dazu gehört auch eine Erweiterung unserer Wahrnehmung. Remote Viewing ist für mich eines der besten und nachvollziehbarsten und überprüfbarsten Beispiele dafür. Also lasst euch drauf ein, unterstützt uns. Es wird auch Patreon geben für Utopion. Da bekommt ihr Zugang zu exklusivem Material, unter anderem zu den vollständigen Sessions, die ihr jetzt in dem kurzen Promo-Video auch sehen könnt. Aber noch einmal, wie gesagt, wenn euch dieses Projekt interessiert, wenn euch eine lebenswerte Zukunft am Herzen liegt, dann abonniert unseren Utopion-Kanal, folgt uns auch dort, und ich freue mich auf eine gemeinsame magische Arbeit in dieser Richtung. Remote Viewing ist für mich wie ein Scharfschützengewehr der außersinnlichen Wahrnehmung. Es liefert so präzise, überprüfbare Daten, dass ich immer wieder erstaunt bin. Machen wir mal eine Skizze. Fangen wir mal mit den dimensionalen Eindrücken an. Ich habe 2020 die Ausbildung bei der Academy of Mind in Deutschland gemacht, und seit dieser Zeit beschäftige ich mich mit Remote Viewing. Habe allerdings, das muss ich dazu sagen, mich bisher noch nicht viel weiter als über die Trainingstargets 047 offizielle 810 333. Nächste Zelle 147 704. Okay, passt gut. Ich könnte sagen, wo meine Probleme liegen. Als Künstler habe ich das Problem, dass ich sehr assoziativ denke und ein guter Mustererkenner bin, und das muss man ganz schnell vergessen bei CRV. Ich weiß nicht, ich glaube, meine Talente liegen wahrscheinlich schon im visuellen Bereich und im präzisen Formulieren von vor allem visuellen und audiovisuellen Wahrnehmungen. Du hast gerade eine andere Form, da hast du irgendwas mit milchig Ja, so weiß milchig-weiß, und ja. Kristall. Ich kann es jetzt nicht Ja, ich genau. glaube, dass das da drin auch noch Okay. drin ist, in den einzelnen Objekten ist es Okay, drinnen das wäre also eigentlich. Ja, in das ist eher, dieser wenn man das jetzt, Struktur wenn ich das oder jetzt so. vergrößern würde, Ja. eines von diesen Elementen, dann wäre es so kristallin, irgendwie weißlich, keine Ahnung, milchig, keine was weiß ich. Das war ein Viewing auf mein höheres Selbst. Das war so umwerfend. Ich habe den Eindruck gehabt, wie wenn ich auf einem LSD-Trip wäre. Das war überwältigend. Jetzt ist aber so eine komplett blöde Überlagerung, gell? Ich sag, das ist jetzt für mich, das ist jetzt
ein Wirbel in einem Kornfeld, ein Kornkreis. Ja, genau, das ist jetzt der Wirbel, ja. Die Halme, ja. Und die Farben braun und gelb, okay. Und so. Was könnte noch sein? Vanillepudding. Könnte auch ein Vanillepudding sein. Also ich sage, das ist weder ein Kornkreis noch ein Vanillepudding, kannst du streichen. Ich glaube, dass wir im Rahmen von Utopäon und damit auch für die Entwicklung der utopischen Timeline den Menschen zeigen sollen, dass es so viel mehr gibt, als sie sich vorstellen können. So viel mehr, als wir mit unserer Wahrnehmung im Alltag kennen. Und dafür ist Remote Viewing ein Tool, weil es wirklich jeder lernen kann. Mhm, okay. Jetzt wissen, was das war. Mhm. Die Leute machen, wofür sie gekommen sind, starke Emotionen. Die nächste Station soll erreicht werden. Es ist grün, es ist in einer Landschaft. Ich überlege, es ist sicher Gras dabei. Aber wo war ich da bitte? Das hat sich ja gewandelt eigentlich. Am Anfang natürlich ist es ganz lustig, irgendwie so Mystery Targets zu viewen, sogenannte, als ob das jetzt UFOs sind oder sonst was, weil mich das halt ja persönlich interessiert. Das hat natürlich einen großen Unwägbarkeitseffekt, weil du das nie überprüfen kannst. Ich glaube, würde ich öfters Remote viewen, würde ich es wahrscheinlich tatsächlich verwenden, um Tendenzen zu erspüren, gesellschaftliche Tendenzen, vielleicht sogar bis hin zu gesundheitlichen Faktoren, dass man das jungen kann, oder psychologische Faktoren. Das fände ich ganz spannend, weil das ist natürlich große Meisterebene, aber das ist das, was mich irgendwann sehr interessiert.